Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zu unserem dritten und letzten Tag der Tagung über die Literatur des Banat. Heute liegt vor uns wieder ein arbeitsreicher, aber unglaublich facettenreicher Tag, der mit einer Lesung um 17 Uhr enden wird. Bis dahin haben wir 5 spannende Vorträge, alle nunmehr aus dem 20. Jahrhundert oder ins 20. Jahrhundert führend vor uns. Den Anfang macht Herr Privatdozent Dr. Andreas Keller aus Potsdam. Herr Keller hat promoviert oder wurde promoviert mit einer Arbeit über den ostpreußischen Dichter Michael Kongil, ein monumentales Werk, ich glaube 700 oder mehr Seiten im Druck, und er hat sich habilitiert mit einer Arbeit zu Karl Hauptmann. Ich möchte gar nicht viel aus seinem umfangreichen und man kann auch sagen wirklich abwechslungsreichen Oeuvre nennen, aber 2 Werke sind mir doch wichtig. Herr Keller ist Verfasser einer maßgeblichen Einführung in die deutsche Dichtung der frühen Neuzeit und er ist, wie ich gestern schon sagte, zusammen mit Winfried Siebers, den wir gestern hörten, Verfasser der besten deutschen Einführung in die Reiseliteratur, die wir haben. Außerdem, das möchte ich noch erwähnen, wir haben gleich am ersten Tag gehört, das ist die 4. Tagung, wir planen eine 5., die 6. haben wir auch schon konzipiert und über die 7. denken wir bereits sehr konkret nach. Auf den bisherigen 4 Tagungen waren immer Ernst Gierlich, Thomas Kohnhäuser selbstverständlich von der Stiftung, ich als Tagungsleiter und Andreas Keller. Andreas Keller ist der einzige Referent, der wirklich die Fähigkeiten aufgewiesen hat, zu jeder dieser Regionen in der Literatur Substanzielles beizutragen. Und wir waren in Danzig, wir waren in Prag, wir waren in Klaipeda-Memel für das Baltikum, wir sind heute hier. Und heute wird er uns einen Vortrag über den auch mehrfach bereits erwähnten Otto Altscher halten. Lieber Andreas, ich bitte dich nach vorne. Ja, ganz herzlichen Dank für die liebenswürdige Einführung. Meine Damen und Herren, es ist eine menschliche Erfahrung, wenn etwas zu verschwinden droht, dann sucht man dessen Anfänge. Was nachweislich einmal entstanden ist, kann nicht einfach spurlos wieder untergehen. Und wenn gar ein ganzes Territorium zu verschwinden droht, das für viele Generationen zur Heimat geworden ist, dann gilt es ganz besonders, dessen Ursprung und Geschichte zu beschreiben und dieses Wissen an die Nachgeborenen zu überliefern. Mit der Erzählung ihrer Entstehung schreibt man die Region dann quasi unvergänglich auf dem langen Zeitstrahl der Weltgeschichte ein. Das weiß auch Eva Trautmann. Ich zitiere, sie grämte sich oft, dass niemand da war, der alles, was sie erlebt, niedergeschrieben hätte, von der ersten Stunde ihrer Reise nach Ungarn bis auf den heutigen Tag. Der Vater hatte keinen Sinn dafür. Der meinte, man soll nie hinter sich schauen, sondern vorwärts. Dafür hatten seine Enkel einmal Zeit, wenn sie festsitzen und ein gutes Stück Welt ringsum ihr Eigentum wäre. Wie sollen aber einmal die hinter sich schauen, antwortet die Frau, wenn ihnen niemand mehr wird sagen können, woher sie kamen und wie es ihren Ahnen erging. Zitat Ende. Wer ist Eva Trautmann? Eva Trautmann ist eine Bäuerin aus der Pfalz und als ihr der Ehemann trocken und unwirsch entgegnet, es werde schon genug Schulmeister geben, die es aufschreiben würden, da ergreift sie selbst die Initiative. Zitat, umso fester grub Frau Eva jedes kleinste Erlebnis ihrem Gedächtnis ein, um es noch ihren Kindeskindern erzählen zu können. Zitat Ende. Eva Trautmann hat nie gelebt. Sie ist eine fiktive Figur aus dem historischen Roman Der große Schwabenzug, den Adam Müller-Guttenbrunn im Jahre 1913 veröffentlicht hat.
Zu einer Zeit also, da der Weltkrieg drohte, der dann auch tatsächlich mit der Teilung des Banats zwischen Rumänien und Serbien enden würde. Offenbar hat der Autor die Gefahr erkannt und versucht mit seinem Text das nunmehr in seiner Existenz bedrohte zu bewahren. Der geschriebene Roman ist demnach ein Medium, das die Mahnung seiner Protagonistin selbst umsetzt. Er erzählt die Anfänge und suggeriert damit rein verbal eine Faktizität, die sich dann dem Vergessen oder gar der Tilgung entgegenstellt. Es sind also nicht nur historische Urkunden, sondern auch literarische Texte, die die Geschichte einer Landschaft abbilden. Somit wäre die gesamte Literaturgeschichte als eine aktive und engagierte Gedächtnisinstanz zu analysieren. Autorinnen und Autoren versuchen mit verschiedenen poetischen Gattungen und Darstellungstechniken jeweils auf ihre subjektive Weise nicht nur das Selbsterlebte, sondern auch das bereits Erzählte so zu fixieren, dass es kollektiv erinnert werden kann. Heute ist es der Paragraph 96 des Bundesvertriebenengesetzes, der uns dazu ermahnt, Zitat, das Kulturgut der Vertreibungsgebiete in dem Bewusstsein der Vertriebenen und Flüchtlinge des gesamten deutschen Volkes und des Auslands zu erhalten. Zitat Ende. Dieser Auftrag aber verpflichtet zur Objektivität und errichtet sich an die Kulturwissenschaft, nur mit angemessenen Forschungsmethoden den betreffenden Regionen ihre Anfänge und ihre Geschichte als Gedächtnisinhalt zu bewahren. Es gilt, Objekte und Dokumente kritisch zu sichten und auszuwerten, um sagen zu können, worin die besondere Leistung einer historischen Landschaft besteht. Diese Leistung aber ist nicht isoliert zu betrachten. Der Raum steht da immer auch im horizontalen Dialog mit anderen Räumen und vertikal mit Bezugsebenen, die man nun als National- oder Weltliteratur bezeichnet. Der Mikrokosmos einer Lokal- oder Regionalliteratur tritt damit immer in eine interaktive Beziehung zum Makrokosmos der globalen Debatten. Deshalb ist es besonders spannend zu fragen, womit bringt sich das Banat ein? Nicht nur in zeitgleiche oder spätere Diskurse, sondern auch im Blick auf deren sachlich-thematische Ausrichtung. Zurück zu Müller-Guttenbrunn. Auch der historische Roman arbeitet technisch ja mit Archivrecherche bzw. historischen Quellen und gibt sich damit den Anstrich einer zuverlässigen Darstellung. In ihrer Anlehnung an die objektive Geschichtsschreibung adelt die Poesie sich als wissenschaftlich, sodass sie die erzählerisch vorgespielte Wahrhaftigkeit für einen unkritischen oder leichtgläubigen Leser sehr leicht zu einer quasi selbst erschauten geschichtlichen Wahrheit mutieren kann. Zusätzlich macht die Romankunst die Fremdheit des Vergangenen mit unterhaltsamen Passagen, faszinierenden Spannungsbögen und emotionalen Effekten äußerst eingängig und vertraut, selbst wenn sie dabei um Jahrhunderte zurückgeht. Die Erzählkunst verfügt über bezwingende Beweisverfahren, die immer auch etwas sinnfällig machen, was gar nicht unbedingt so gewesen sein muss. Man spricht hier auch von apologetischen Ursprungserzählungen, von Aetiologien, die in rhetorischer Tradition die Darlegung einer Ursache betreiben und damit natürlich vor allem den aktuellen Interessen dienen, indem sie Entstehungsszenarien der Vergangenheit kausal und schlüssig mit der Gegenwart des Lesers verknüpfen. Die Religionswissenschaft kennt zudem auch den Begriff der Kosmogonie, der darauf verweist, dass die Ansätze einer Weltentstehungslehre immer auch eine theologische Weihe erhalten, um noch glaubwürdiger zu sein. Man beschwört einen ewig gültigen Anfang, vor dem nichts bzw. nichts Gutes war, und von dem an dann eine fortschreitende Entwicklung zu immer höherem und besserem verläuft. Eine Sonderform der Aetiologie bilden Aufbruchs- und Ankunftsszenarien, also initiale Momente, die der Autor dann zwecks erhöhter Glaubwürdigkeit episch modelliert und ausleuchtet. Prominent und mit reicher Wirkungsgeschichte zu nennen, bleibt hier die Ovidische Aeneis, wo es um den Ursprung Roms bzw. des nach ihm benannten Weltreichs geht. Insbesondere das 19. Jahrhundert suchte ja gerne nach Ursprüngen. Goethe forschte nach den Urformen, Darwin nach dem Ursprung der Arten und Freud nach dem Urmord in der Urhorde.
Mit dem Abstieg in die tiefen Bereiche des Gegebenen bestimmte man die Keimformen des Sichtbaren. Die Biologie suchte nach Fossilien, die Archäologie nach Scherben, die Sprachwissenschaft nach urkundlich belegten Vorformen und die Philologie nach der Urfassung eines höfischen Epos, indem man die Fragmente dann sinnträchtig zusammensetzte. In dieser Geisteshaltung arbeitet auch der 1852 geborene Adam Müller-Guttenbrunn. Seine Erzählung vergegenwärtigt eine große Migrationsbewegung des 18. Jahrhunderts als Anfang und Ursprung eines deutschen Banats. Zwischen 1722 und 1726 wandern tatsächlich einzelne Personen oder ganze Familien aus Südwestdeutschland in die Donauregionen ein. Ob dies nach dem historisch verbürgten Sieg über die Türken 1716 allerdings menschenleer waren, ist schon eine erste Streitfrage. Dem kaiserlichen Kolonisator, dem Grafen Claudius Florimund de Merci, gilt das Banat im Roman aber als ein weißes Blatt, also eine Tabula rasa. Wir hatten gestern das Stichwort vom weißen Fleck, wo man jetzt also völlig neu anfangen kann. Hinter dem üblichen Kulissenwerk seiner Erzählung entwickelt der Autor dann die teleologisch orientierte Frühgeschichte eines vorgeblich deutschen Urraums. Die entsprechende Prämisse lautet verknappt: Die siegreichen Soldaten bleiben als friedliche Bauern im Lande und holen sich Frauen aus dem Westen, um unter katholischer Herrschaft ein neues deutsches Territorium zu begründen. Oder, um es noch kürzer, mit der schmissigen Parole des Gouverneurs zu sagen, Zitat, ruft eine deutsche Flüge herbei und deutsche Mütter. Zitat Ende. Für den Dichter gibt es hier keinen Zweifel. Zitat, der Kampf um die selbstgeschaffene Heimat ist ein herrlicher Stoff. Zitat Ende. Diesen Stoff aber gießt Müller-Guttenbrunn in die Urform von Aufbruch und Ankunft, womit sein Werk die religiöse Weihe des Exodus erhält, der sich nicht nur im Alten Testament findet. Mit den biblischen Formeln vom gelobten Land, in dem Milch und Honig fließt, begegnet diese heilige Topic im gesamten Roman penetrant in den unterschiedlichsten Zusammenhängen. Basis ist die Vorstellung, dass eine alte Verderbtheit zugunsten eines neuen Paradieszustandes überwunden werden kann, sofern man dazu berufen ist. Allerdings sind auch entsprechende Hindernisse zu überwinden. Es gilt den heilsgeschichtlichen Kampf mit Gegnern, Dämonen oder gar dem Teufel persönlich zu bestehen. Das gewählte Schema einer Auswanderung hat durchaus prominente Vorläufer in der Realgeschichte. Es begegnet vor allem im Zusammenhang mit der Besiedlung Nordamerikas als einer neuen Welt. Die englischen Siedler handelten ihrem Selbstverständnis nach in göttlichem Auftrag. Das Vorgefundene darf als teuflisches und damit gottloses Chaos bewertet und somit vernichtet werden. Messianisches Denken und Heilsbringertum zeigen sich als theologisch verbrämte Triebkräfte des besitzergreifenden Siedlungswesens. Die Kolonialisierung der neuen Welt fand, Zitat, unter dem Zeichen der Eschatologie statt. So der Religionswissenschaftler Misère Eliade. Millenniumsvorstellungen und Utopien bildeten das inkrematorische Fundament. Schon Kolumbus glaubte ja, das Paradies gefunden zu haben, und er ging davon aus, dass er im Rahmen der Heilsgeschichte eine persönliche Aufgabe zu erfüllen habe, die Heiden zu bekehren und den kommenden Antichrist zu vernichten. Tatsächlich verfestigte sich dann der Glaube, die christliche Welt müsse grundlegend erneuert werden durch die Einkehr in ein irdisches Paradies. Die Besiedlung Amerikas stand somit in konsequenter Fortführung der theologischen Reformbewegungen in Europa. Die Siedler glaubten fest daran, dass sie mit ihrem Werk die verderbte alte Welt verlassen könnten, um eine moralische Regeneration des christlichen Menschen bzw. dessen Erlösung herbeizuführen. 1614 verglich der Theologe John Smith die Küste von Neuengland mit dem Garten Eden. Zitat, Himmel und Erde haben niemals besser zusammengewirkt, um einen Ort zur Ansiedlung von Menschen zu schaffen. Wir sind glücklich, in ein Land zu kommen, so wie Gott es geschaffen hat. Zitat Ende. Der Prediger Cotton Mather sah hier aber noch einen letzten teuflischen Widerstand. Zitat, die Wildnis, durch die wir zum gelobten Land dringen,
ist ganz mit feurigen Schlangen erfüllt. Zitat Ende. Die Idee des Kampfes um die neue Welt zielt dabei nicht nur auf die Ureinwohner, sondern auch auf die konfessionellen Gegner, etwa die Jesuiten, die den Berufungsakt der Puritaner in Frage zu stellen wagten. Alles mutiert zu einem manichäischen Kampf des Guten gegen das Böse. Ein dritter Aspekt geht daraus hervor. Das Paradies ist weder einfach gegeben, noch durch Gewalt zu befreien, sondern erst durch eigene harte Arbeit zu erwerben. Nur stückender Fleiß, solides Handwerk und technischer Fortschritt führen am Ende in das gelobte Land. Alle Prüfungen der Siedler in der neuen Welt sind entsprechend als gottgegeben zu betrachten. Man muss sich das Paradies eben erst verdienen, bevor man wieder in ein goldenes Zeitalter gelangt. Nicea Eliade sieht hier nichts weniger als die, Zitat, Urgeschichte der heutigen transatlantischen Staaten. Die Kolonisierung Nordamerikas durch die Pioniere und die fortschreitende Verwandlung des amerikanischen Paradieses bilden, so Eliade, den Anlass für die Mythe vom unendlichen Fortschritt, vom amerikanischen Optimismus und der Kult der Jugend und des Neuen. Zitat Ende. In deutlicher Analogie zu Nordamerika besiedelt man nun in Müllers Roman tatsächlich eine neue deutsche Welt. Zitat, hier gilt es aufzubauen, was die Jahrhunderte zerstörten und eine Zukunft vorzubereiten. Zitat Ende. Das Banat ist, Zitat, mein Paradies, so ruft es der von Wien beauftragte Gouverneur Mercy aus und lässt es an pathetischen Beschreibungen nicht fehlen. Zitat, eine wilde, großartige Pflanzenwelt, überall und Urwälder. Die elenden Dörfer waren ausgestorben. In ihren Erdhütten hausten die Wölfe. Kein Singvogel im ganzen Lande, nur die Aasgeier kreisten in den Lüften und Millionen Raben suchten nach Leichen. Alle Kulturen des Westens und Südens möchte ich hier in diesem verkommenen Lande begründen dürfen. Zitat Ende. Auf einer tieferen Statusebene bestätigt dies der fleißige Bauer. Das Paradies ist überall, man muss nur rauskratzen aus dem Boden. Das Paradies ist überall, man muss es nur herauskratzen aus dem Boden. Alles dies geschieht natürlich unter nationalen Vorzeichen. Wohlstand und Fortschritt sind im Roman einzig die Leistung der Schwaben, denn, Zitat, deutsche Pflüge gehen tiefer. Zitat Ende. Der Mutterleib der Erde wird mit eisernen Schwertern aufgerissen. Zitat Ende. Anderen Ethnien bleibt dagegen nur die tatenlose Ehrfurcht. Zitat, die Eingeborenen bestaunten diese Leistung. Zitat Ende. Der Graf ruft verzückt, Zitat, früher eine Steppe, die nie einen Pflug getragen, jetzt ein Garten Gottes. Zitat Ende. Und natürlich stimmt auch die Geistlichkeit mit ein. Eine Gemeinde in der Pfalz hat ihren Pfarrer gebeten, Zitat, sie in das gelobte Land Ungarn zu führen, ins Banat. Und wie die Juden in Ägypten dem Moses gefolgt seien, so wären sie nun ihm gefolgt. Zitat Ende. Der Erzähler suggeriert einen anschaulichen Locus terribilis, etwa mit gefährlichen und todbringenden Sümpfen, wo bedrohliche Mücken die Pferde rasend machen. Man sieht nur verödete Landstriche, herrenlose, verwilderte Grafschaften, dazu Urwälder, in denen Wilde hausen. Man habe sogar, Zitat, ein ganz vertiertes Wesen gesehen, Zitat Ende. Ansonsten nur spärliche Reste einer Urbevölkerung, halb vertierte Kumanen, versprengte Serben und Zigeuner, vor allem Leibeigene als, Zitat, Halbmenschen. Zitat Ende. Die immer wieder vorhandenen Walachen und Großen, die mit den Türken gekämpft hatten, gelten auch als hochgradig unkultiviert. Vor allem, wenn sie begründete Ansprüche an den von ihnen schon seit langem besiedelten Gebieten anmelden. Gegen Ungarn geht es besonders in Gestalt des Grafen Parkoschi und seiner Söhne. Sie hausen, Zitat, wie die Wilden und sind ärger wie die Türken. Der Hausherr brüllt die leibeigenen Diener herbei und wiehert im Saufgelage, wenn er sich mit anderen unter den Tisch drängt. Ökonomisch komplett unfähig oder unwillig, lebt er ausschließlich von der Schweinezucht
und regiert autoritär mit Hilfe von diffusen, ungeschriebenen Traditionen, denn mit Schreibereien, Zitat, gebe er sich nicht ab. Er führe das Schwert. Beim Aufstand gegen den Tyrannen bezeichnen ihn die Rebellen wörtlich als Satan. Die Urbewohner in der Siedlungsregion kennen keine technische Entwicklung und kein effizientes Wirtschaftsdenken. Der rasende Ungar stellt sich trotzig dem vernünftigen Fortschritt entgegen. So die Stereotype. Deutsche Figuren erstrahlen dagegen positiv und idealtypisch verherrlicht, Zitat, prächtige Männergestalten, rotbackige blonde Weiber, bartlose, biedere, starke Menschen, Zitat Ende. Besonders beklagenswert aber ist Temeswar, die, Zitat, verwahrloste Türkenstadt, wo zudem noch verwilderte, schwarzbärtige Serben als Popen den kaiserlich-katholischen Heilsbringern Widerstand leisten. Der, Zitat, unselige Zustand der Stadt dürstet nach Rettung. Diese aber können nur von einer messianischen Kirche geleistet werden. Zitat, in einer so verderbten, sittenlosen Stadt, wo viele Völker und viele Regionen zusammenströmen, ist eine schwierige Arbeit zu leisten. Es bedarf der ganzen Strenge der kirchlichen Behörde und auch die militärische Gewalt wird sich vor ihr beugen müssen, wenn das geistliche Ansehen sich festigen soll. Zitat Ende. Das geschilderte Geschehen aber entspricht keineswegs den historischen Tatsachen. Andras Balog bescheinigt Adam Müller-Gutenbrunn mit Recht höchst dilettantische Geschichtskenntnisse der Geschichte Südosteuropas. Zitat Ende. Der historische Roman wirkt ungemein suggestiv und manipulativ. Er verklärt und verhöhnt mit schroffen Schwarz-Weiß-Schemata. Vor allem bindet er ein vollständig fiktives Geschehen an einen konkreten politischen Standpunkt. Am Vorabend des Ersten Weltkriegs bietet die Erzählung nicht nur Feindseligkeiten gegen Rumänen und Ungarn, sondern auch gegen Frankreich, Polen, England und Serbien. Hinter dem einfältigen Kulissenwerk seines Romans ruft der Autor zum Kampf um eine vorgeblich deutsche Heimat auf. Temeswar sei die Grenzfestung des Deutschtums, Zitat Ende, das der Kaiser beschützen solle. In tiefer Achtung vor dem Siedlungswerk der Vorväter soll es jetzt gegen die modernen Feinde gehen, in Einigkeit und Verantwortung vor dem großen und entbehrungsreichen Werk der Ahnen. Der letzte pathetische Wille des sterbenden Romangouverneurs im 18. Jahrhundert avanciert zur Durchhalteparole für den Kämpfer anno 1913. Zitat, mein Banat, nicht vergessen. Zitat Ende. Ein Zeitgenosse aus der Heimat, der Müller-Guttenbrunns Roman ausdrücklich lobte, war Otto Alscher. Alscher, eine ganze Generation jünger als Guttenbrunn, hält das Werk für äußerst wichtig, weil jetzt, Zitat, das Deutschtum seine Kräfte sammelt, Zitat Ende. Der 1880 geborene Alscher, Herr Engel hat uns gestern schon mit ihm näher bekannt gemacht, hat selbst einige Romane und zahlreiche kleinere Erzählungen zu Personen und Lebensweisen im Banat vorgelegt. Bekannt ist er vor allem für seine eigenartigen Tiergeschichten. Wir wollen uns hier auf ein einziges Werk konzentrieren, das vermutlich um 1920 entstanden ist. Der Löwentöter. Diesen Titel verantwortet Franz Heinz, der den Text 1972 aus dem Nachlass herausgab und auch für den entsprechenden Untertitel verantwortlich zeichnet. Es ist ein Urweltroman. Dies gibt zu erkennen, dass Alscher nicht nur 3 oder 7 Generationen zurückgeht, um die Anfänge der Region zu vermessen, sondern gleich um mehrere Jahrtausende. Tatsächlich spielt der Text in der mittleren Steinzeit, was keineswegs bedeutet, dass er für unsere Überlegungen völlig bezugslos im Raum steht. Ganz im Gegenteil. Mit einer besonderen Form der Landnahme und mit den entsprechenden Überlebensstrategien in Sumpf und Urwald knüpft er erkennbar an die Topik des soeben besprochenen großen Schwabenzugs an. Auch das notwendige Handwerk in Verbindung mit einer planvollen Kultivierung steht im Zentrum dieser ganz andersartigen Ursprungserzählung. Zunächst erfolgt der Anfang der Erzählung nicht aus der Sicht eines allwissenden menschlichen Erzählers, sondern aus der Perspektive eines Schakals.
der eine plötzliche Störung in seiner Umgebung, eine Unruhe aller Bewohner im Urwald feststellt, bis er die Ursache erkennt. Zitat, eine fremde Gestalt taucht auf, die entlang schleicht, ausspäht und bemüht ist, sich zu verbergen. Der Schakal sieht, Zitat, wie sich die Gestalt niederbeugt und die vielen Fährten untersucht. Zitat Ende. Das Tier erscheint als eigenständige und voll orientierte Wahrnehmungsinstanz. Die Worte des Erzählers sind nur eine sekundäre Hilfsleistung. Der Mensch, denn um diesen handelt es sich, entsteht erst aus der detaillierten Beobachtung des Schakals. Was er im Einzelnen tut, gilt daher als ein vollkommen tiergemäßes Verhalten. Der Schakal versteht es bis in jede Einzelheit, weil es auch seiner Überlebenspraxis im Urwald entspricht. Dennoch konstatiert er eine deutliche Unterlegenheit und erkennt diese nicht nur an der abweichenden Jagdtechnik. Der ist, Zitat, anders als andere Tiere, Zitat Ende. Schließlich aber ist es der Erzähler, der die tierartige Gestalt als Jäger tituliert und abschließend zum Urmenschen macht. Als dieser dann später den gefährlichen Löwen besiegt, ist er fortan der Löwentöter. Das grausame Raubtier hatte mutmaßlich dessen Familie bzw. Horde vernichtet, sodass er als Knabe schon völlig alleine in der Welt stand. Solange der Löwe lebte, blieb er als Schrecken langer Jahre eine ständige Bedrohung für alle Menschen. Dies gibt dem Erzähler nun Gelegenheit, den Menschen als Sozialwesen zu thematisieren. Die Einsamkeit ist nicht nur Schutzlosigkeit, sondern das Alleinsein ohne Artgenossen. Und damit ohne Signale, Zeichen und Sprache im Sinne der menschlichen Kommunikation. Das macht den ersten Teil der Erzählung zu einer Robinsonade. Der Held erkennt und optimiert seine natürliche Erfindungsgabe, die er in Gemeinschaft so wohl nicht erworben hätte. Es bleibt aber als Spannungsbogen die Sehnsucht und die Suche nach den Artgenossen, die er schließlich auch findet, um dann in deren Horde aufgenommen zu werden. Wie bei Müller-Gutenbrunn gibt es zwar Geschlechter und Generationen in einem Sozialverband, aber offenbar keine Hierarchien und Befehlsstrukturen. Erfahrungen und Erfolge im Daseinskampf führen zu gegenseitiger Achtung und natürlicher Autorität, aber nicht zu Abhängigkeiten. Im gemeinsamen Handeln bildet sich eine wortlose Ethik der Selbstverständlichkeit. Daraus wächst ein Raum der Friedfertigkeit mit durchaus realem utopischem Charakter. Gegen die, Zitat, Hoffnungslosigkeit in der Wildnis findet der Löwentöter hier eine Heimstätte. Im Unterschied zum patriarchalen Denken der späteren Monarchie zählt das feinsinnige und überlebenssüchtige Handwerk nicht zum Alleinbesitz der männlichen Protagonisten. Wenn es bei Müller-Rüttenbrunn heißt, Zitat, wer ein Handwerk kann, ist ein Mann, Zitat Ende, so ist bei Alscher auch die Frau erfindungsreich. Und was der Mann als Homo Faber in der erzählten Zeit entwickelt, etwa die Steinachs oder den Bogen mit dem Pfeilen, geht fraglos auch in den Gebrauch der Frau und der Kinder über. Es handelt sich eher um das Prinzip der schauenden Ruhe und Beobachtung, mit dem der Mensch als Mängelwesen seinen Überlebensvorteil ausbaut. Zitat, möglicherweise erwuchs ihm daraus ganz dunkel noch und nebelhaft die Ahnung, dass er, der hierher Verschlagene, und alle seine Ahnen, trotz ihrer mangelhaften Wehrhaftigkeit, die Sicherung ihres Daseins erlangt haben, weil sie die Hilflosigkeit früh erkennend durch Werkzeuge das ersetzt haben, was ihnen an Kraft fehlte. Als sie nur dadurch zum Menschen wurden, weil sie die Gabe erlangt hatten, ihre Hilflosigkeit einzusehen, ohne sich aber mit ihr abzufinden. Zitat Ende. Die besondere Position des in der Natur lebenden Menschen zeigt sich in seinem Verhältnis zu den Tieren. Zwischen Mensch und Tier ergibt sich eine Art Ausgleich. So gibt es etwa auch handwerkliche Tiere und ein Mensch behält tierische Fähigkeiten. Er kann etwa in tierhafter Spannung verharren. Es gibt keine hierarchische Unterordnung, dass dem Tier etwa nur dienende oder minder intelligente Kompetenzen zuweisen würde. Es bleibt das Modell der Ernährung und der sensiblen Kooperation. Zum Vergleich bei Müller-Gutenbrunn verbleiben die Tiere im binären Wertungsschema. Sie sind entweder wilde Feinde oder domestizierte Nutzwesen.
In der zivilisierten Spätform der Gesellschaft führt die Tilgung des Unterschieds notwendig zum Abstieg des Menschen. So will man ja, wie gesagt, im Urwald ein ganz vertiertes Wesen gesehen haben, also einen in der Wildnis verwahrlosten Menschen. Müller-Rutenbrunn zeigt die verwerfliche Form der Synthese. Wer etwas vom Tier annimmt, degeneriert und verkommt. Alscher ist aber auch nicht in simpler Weise einfach ein Tierversteher, der dann doch am Ende diktiert, weil er der doppelt Vernünftige ist, indem er die Tierpsyche kennt und die Menschenpsyche besitzt. Er sieht das Tier differenziert und spricht ihm zunächst Emotionen zu, die sich aber kaum von den menschlichen Entsprechungen unterscheiden. Die Rede ist von Wut, Rache und Hass, die sich in einem Feld von verzweifelter Wildheit und Unversöhnlichkeit zeigen. Hier hat die aktuelle Mainstream-Forschung die Spur längst aufgenommen. Den in den letzten Jahren auch in der Germanistik formierten Animal Studies entging es nicht, dass im Banat ein gefundenes Fressen liegt. Die Tiergeschichten Alschers wurden allerdings deutlich verengt auf diesen einen Aspekt Tier und Emotionen. Stefan Hecht stellt 2022 fest, Zitat, die Wildtiere haben bei Alscher in der Regel den Status einer Person mit einem vielfach komplex dargestellten emotionalen Vermögen. Mehrere Szenarien zielen nicht auf die unilaterale Darstellung menschlicher oder tierischer Gefühle, sondern auf emotionales Geschehen zwischen Beteiligten. Moralische Emotionen sind bei Alscher zentral. Zitat Ende. Diese Konzentration auf die Emotionen verharrt jedoch in der eher rührseligen Zuweisung menschlicher Gefühle auf das bislang eher vernachlässigte Tier und gehorcht noch sehr stark den Prinzipien der Projektion und des Anthropomorphismus. Hier wäre zumindest auch der Tierverstand zu ergänzen. Die Tiere handeln auf ihre Weise planmäßig. Im Verständnis des vereinnahmenden Erzählers zeigen sich aber immer wieder anthropomorphe Zuweisungen wie Verstellung, Täuschung oder Tücke, sogar eine nur zum Schein gespielte Gleichmütigkeit. Das bedrohliche Einhorn etwa lässt sich nicht durch Spurenverwischen täuschen. Es durchschaut die Handlung und belagert dann rational kalkulierend die Menschenhorden. Es geht aber um mehr. Als der Mensch auch seinerseits den Schakal wahrnimmt, begreift er die vom Tier angebotene und unaufgefordert praktizierte Zusammenarbeit. Das Tier lernt die Jagdweisen des Menschen kennen, ohne abgerichtet zu sein, und komplettiert es durch überraschende Teilmanöver, die den gemeinsamen Jagderfolg herbeiführen. Das Tier nähert sich Zweckverständigung sogar der genuin menschlichen Kompetenz. Der Schakal schaut, Zitat, als wolle er sagen. Und das Einhorn am Schluss bewegt sich ebenso nah an der Grenze zur Sprachfähigkeit. Von ihm geht die diplomatische und pazifistisch orientierte Kommunikation aus. Hier zeigt sich eine höhere Urteilsform des Tieres. Es erweist sich ohne die menschliche Moral dem Menschen moralisch überlegen. Das heißt, der Mensch kann und soll sich mit dem Tier versöhnen, denn mutmaßlich die Schluss der Erzählung bildet die große Friedensutopie. Das Einhorn, das die Horde lange existenziell bedroht hatte, also das vormalige Untier, veranlasst nun den von seiner Horde getrennten Einzelmenschen, ihm ohne Vernichtungsabsicht ins Auge zu sehen und seine Friedfertigkeit zu erkennen. Die letzte Szene des Romans trägt geradezu surreale Züge, die der Autor mit sinnlicher Intensität imaginiert. Mit glänzenden Augen erwartet das ehemalige Untier eine Antwort des Menschen auf das Friedensangebot. Es riecht an dessen waffenloser Hand und lässt dann seinen warmen Atem darüber rieseln. Dann wendet es sich dem Urwald zu, in dem es für immer verschwindet. Es geht förmlich in einem pflanzlichen Urgrund auf. Das lässt uns nun abschließend nach dem Wald fragen. Es ist der Urwald, den Alscher ganz anschaulich und illustrativ als den Kosmos schlechthin vorführt. Während bei Müller-Rutenbrunn die wilde Baumwelt gerodet und durch menschliche Verwaltung und Ausbeutung reduziert wird, zeigt Alscher den Frieden im Urwald als leitende Orientierung. Die großen dunklen Wälder werden dem Einzelgänger zur Heimat und Zukunft. Zitat, er sah sich in langer, langer Wanderschaft auf der Suche nach den Wäldern einer großen Menschenhorde voranzuschreiten.
Zimmer am Ende. Der Wald erscheint als ein großer und verbindender Raum gegenseitiger Wahrnehmung. Hier zählt Riechen, Hören und Sehen. Jedes Wesen hinterlässt Zeichen und kann sie umgekehrt aber auch lesen durch Wittern, Lauschen und Spüren. Jeder Waldbewohner erhält somit eine Orientierung und eine besondere Identität im Zusammenspiel mit anderen. Und der im Wald entspannte Körper beflügelt das Denken. Gestalten steigen auf, Menschen und Tiere. Es raunt der Urwald mit all seinen Erlebnissen von gestern und die morgen wieder kommen können. Es pocht fordernd jeder Wille zur Naturverbundenheit, der mir immer treu blieb, auch im lautesten Getriebe der Großstädte. Zitat Ende, so Alscher später in seiner autobiografischen Erzählung Fernab ein Tag. Das dahinterstehende große Ziel, auch für die menschliche Gesellschaft, ist das Zusammenwirken aller heterogenen Sichtweisen auf einer höheren Ebene ohne Hierarchie. Mensch und Tier sollten in der Weltordnung eine Ergänzung und Synthese bilden. Im Klappentext zu seiner Erzählsammlung Tier und Mensch von 1928 formuliert Alscher, Zitat, einen tiefen, erneuernden Atemzug, ein Untertauchen in Urwaldrauschen, gibt dieses Buch Erlösung vom Menschen durch das Tier. Zitat Ende. Damit liefert Alscher nun vor 100 Jahren eine Stellungnahme zu einem Thema unserer Tage. Wo steht der Mensch in der Weltordnung? Welche Rechte darf sich der Mensch gegenüber dem Tier herausnehmen? Welche Veränderungen zeigen sich? Soeben auf Deutsch erschienen sind die bereits 2013 formulierten Thesen des kanadischen Anthropologen Eduardo Kohn. Der Titel seines Buches auf Deutsch lautet »Wie Wälder denken – eine Anthropologie jenseits des Menschen«, erschienen Berlin 2023. Kohn richtet sich gegen die westlich-mechanistische Repräsentation von Natur. Es geht ihm darum, die zahlreichen Selbste in der Natur aufgrund ihrer Diversität zu erkennen und zu achten. Zitat, jenseits des Menschlichen existieren noch andere Arten lebendiger Selbste. Zitat Ende. Selbste aber zeichnen sich aus durch eine jeweils eigene Sichtweise, aber auch umgekehrt in der unterscheidenden Wahrnehmung von außen. Tiere, Menschen, Geister betrachten sich selbst als eigene Personen. Eine fundamentale Ähnlichkeit der Selbste gilt aber als Voraussetzung, den anderen zu verstehen. Der sogenannte multinaturalistische Perspektivismus, so Kohn, ist eine Reaktion auf die Herausforderungen des Überlebens in einer Ökologie der Selbste, deren reaktionale Netze weit über das Menschliche hinausreichen und er erwächst aus dem alltäglichen Zusammenspiel mit den Wesen des Waldes. Zitat Ende. Kohn seinerseits beobachtet dies nun nicht in den Karpaten, sondern im amazonischen Urwald und kommt zu dem Schluss, Zitat, die Tierperson ist das Modell des Universums. Zitat Ende. Kohn bezieht sich hier unter anderem auf Vorläufer wie Claude Lévi-Strauss und dessen Theorie von der Dekolonialisierung des anthropologischen Denkens. Sprache gilt als Medium der Kolonialisierung, deshalb muss dagegen das Zeichen gestärkt werden, zu dem ja auch das Tier fähig ist. Dies führt dann zur ausgleichenden Emanzipation des Tieres. Es geht Kohn wie Alscher um die Logik der Gedanken des Waldes. Denn erst, Zitat, verschiedene Perspektiven fügen sich plötzlich zu einem Ganzen zusammen. Es gilt das Idealprinzip der doppelten Beschreibung und des beidäugigen Sehens. Ähnlichkeiten werden erkannt, Unterschiede systematisch ausgeglichen, dass geradezu dialektisch etwas Neues entstehen kann. Die Tiefenwahrnehmung, wie Kohn es nennt. Es ist ein existenzieller und ökonomischer Vorteil für den Menschen im Wald, immer beide Perspektiven zu denken. Genau das aber hat Otto Alscher 1920 in seinem Urweltroman bereits gezeigt. Er sucht die Ursprünge des Lebens jenseits einer regionalen oder nationalen Besitzanspruchshaltung. Der Autor aus dem Banat rekapituliert beim Gang in die heimische Natur die eigene Vorgeschichte als Urmensch. Er versetzt sich sozusagen selbst imaginativ in die freudsche Urhorde. Sein authentisches Erlebnis in der Wildnis
mit den dort tatsächlich noch vorhandenen Bären und Wölfen, wirkt in die Tiefe der individuellen Psyche und holt kollektive archaische Inhalte ins Bewusstsein zurück. Über die Region als Naturraum will Alscher ein abgesunkenes Wissen reaktivieren. Zunächst über den Erlebnisakt, dann aber auch über den Schreibakt, mit dem das Gefundene sich dann auch anderen mitteilt. Alscher leistet damit aus seiner Heimatregion heraus einen innovativen Beitrag zur erzählerischen Vermessung der Weltgeschichte. Diese Weltgeschichte distanziert sich nun aber radikal von dem noch von Müller-Guttenbrunn überlieferten Muster der Heilsgeschichte und ihren scheinbar überlegenen westlichen Vollstreckern. Technischer Fortschritt und die auf Eigentum bestehende Gesellschaftsordnung haben die Verbindung mit der Natur verloren. Entsprechend dürfen die Ansätze des Absolutismus und Klerikalismus keineswegs auf eine neue Welt übertragen werden. Neben das Hordenkonzept stellt Alscher als Erkenntnismodell die Robinsonade, wo der einzelne Mensch zunächst alleine gegen das Tier steht. Dies steigert er dramaturgisch mit dem biblischen Topos des existenziellen Zweikampfes, nicht nur im Fall des Löwen, sondern auch im Duell mit dem Einhorn. Hier klingt deutlich die Geschichte vom weißen Wal an. Am Ende aber steht der Auftrag zur Versöhnung im Sinne von Jesaja 65,25 herbeizuführen. Zitat: Wolf und Lamm werden friedlich zusammen weiden, der Löwe wird Heu fressen wie ein Rind und die Schlange wird sich von der Erde ernähren. Sie werden nichts Böses mehr tun und niemandem mehr schaden auf meinem ganzen heiligen Berg. Zitat Ende. Damit ist die Alternative der friedlichen Einigung und Koexistenz aller Arten sogar theologisch formuliert. Alle Selbste, um es mit Kohn zu sagen, können zusammenleben, keine Art muss verschwinden. Die Vernichtung des anderen, vorgeblich bedrohlichen oder vordergründig schwächeren bzw. moralisch minderwertigen Individuen, verbietet sich. Dies richtet sich implizit auch gegen die kolonialistische Vorgehensweise in Nordamerika des 16. Jahrhunderts, die keinen Vorbildcharakter mehr haben soll. Eigentlich bleibt Alscher mit viel eher als Müller-Guttenbrunn in der biblischen Ordnung. Es gilt, sich die Erde gemeinsam und für alle untertan zu machen. Alscher fügt den Menschen damit auch in die Evolutionsordnung ein. Nicht im Sinne eines Daseinskampfes, sondern im Sinne der harmonischen Lebensordnung, wo jedes Wesen seinen Ort hat. Noch Charles Darwin hatte 1859 in seiner Theorie ja die Offenheit, Unregelmäßigkeit und Zweckfreiheit der Evolution betont. Er spricht sich gegen die Auffassung von Theologie, Fortschritt und planvolle Optimierung der Auslese aus. Darwin beendet damit auch die Sonderstellung des Menschen. Dieser steht nun in einer Reihe mit den Tieren, speziell den Hominiden. Hier folgt ihm Alscher. Ernst Haeckel dagegen führt 1866 mit der Metapher von der Stufenleiter der Evolution einen linearen und hierarchisch strukturierten Verlauf der Stammesentwicklung des Menschen ein und setzt damit den Menschen wieder über das Tier. Ihm folgt Alscher nicht. Damit haben wir es also mit einer anderen Form der Landnahme zu tun. Der Mensch soll sich einbringen in eine ausgewogene Ordnung ohne Dominanz und Hierarchie, ohne konfrontative Spannung. Ziel ist ein biologisches Gleichgewicht anstelle der menschlich durchgreifenden Planung. Eine versöhnliche Lösung, gerade auch mit den nicht humanen Naturwesen. Der Mensch ist nicht mehr die Krone der Schöpfung, sondern, wie der Schakal feststellt, lediglich ein spezialisiertes Tier. Es geht nicht mehr um eine funktional-ökonomische Einbindung der Natur in vorgeblich höhere Menscheninteressen. Es geht nicht um Zucht und Züchtigung, nicht um Zähmung und Unterjochung im wörtlichen Sinne, sondern um die möglichst gleichrangige Beteiligung an einer gemeinsamen Lebens- und Überlebenspraxis. Es geht nicht mehr um die Propagierung von heilsbringenden Zivilisationsprozessen. Das Amerika-Modell ist damit endgültig obsolet. Alles in einer neuen Welt vorgefundene entspricht der höheren Ordnung und ist in seinem eigenen Recht zu belassen. Seine Unterdrückung oder gar Vernichtung in einem religiösen Fanatismus verbietet sich. Das Banat als narrativer Vermessungspunkt der Weltgeschichte stellt damit im Blick auf die beiden angesprochenen Werke eine Alternative. Adam Müller-Guttenbrunn illustriert und propagiert die christliche Heilsgeschichte nach theokratischem Muster.
Er zeigt den Ursprung bzw. den Neuanfang und die planvolle Wiederaneignung des Paradieses, aber mit klaren Wertungen, einzig der technisch fortschrittliche Westen im Verbund mit dem römischen Katholizismus ist dazu berufen und darf sich ausbreiten. Also stellt die Uhr weiter zurück und zeigt den Ursprung der Arten, der Gesellschaft und einer Friedensordnung überhaupt. Hier soll man ansetzen. Eine Hierarchie der Lebewesen soll es nicht mehr geben. Alle sollen sich selbst bestimmen, in komplementärer Weise ergänzen, ohne einen vernichtenden Kampf ums Dasein. Zwischen Adam Müller-Guttenbrunn 1913 und Otto Alscher 1923 liegt damit ein größerer Quantensprung als zwischen Alscher 1923 und Kohn 2023. Unsere Beobachtungen zeigen, wie aktuell und wichtig die Forschungen zu den Quellen der Regionen in Mittel- und Osteuropa werden können, wenn wir die Aufmerksamkeit auf die hier jeweils verhandelten Sachfragen richten. Kulturwissenschaftliche Forschung und Gedächtnisleistung soll daher über die reine Auflistung von bedeutenden oder minder bedeutenden Dichtern hinausgehen und die Diskurse in Kontrastmodellen verfolgen. Die Fragen der Evolution und Naturordnung, die Frage von Landnahme, Lebensordnung und Humanität betreffen auch uns. Und damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, lieber Andreas, ich muss gar nichts kommentieren zu diesem Vortrag, du hast es am Applaus gehört. Man ist dir gefolgt, man war fasziniert und ich bin sehr glücklich, nochmal wieder eine so luzide Textanalyse gehört, verfolgt zu haben, wie wir sie schon einige in dieser Tagung hatten. Also das, auch das zeigt die Konzeption, wenn man in die Texte, in Einzeltexte hereingeht, was da herauszuholen ist. Aber ich will gar nichts vorwegnehmen. Gibt es Fragen, Kommentare zu dieser großartigen Präsentation? Ja, ein sehr schöner Vortrag. Vielen Dank, Herr Saar. Viel daraus gelernt. Ich habe so ziemlich alles gelesen, also was Adam Müller-Guttenbrunn geschrieben hat. Und aus meiner Perspektive war es ein Literaturideologe in gewisser Hinsicht, also wollte ich schwedische Kultur irgendwie so aus dem Boden stampfen und eine gewisse schwedische Kultur und Ideologie in die Welt setzen. Und dafür hat er ein Programm gehabt. Also zum Beispiel Nikolaus Renau war das Beispiel, das kulturelle Beispiel. Über Nikolaus Renau hat er drei Romane geschrieben. Dann, man braucht eine Heimat und für die Heimat braucht man zu kämpfen auch, also nicht nur zu kämpfen, auch kämpfen gegen die Natur, aber auch dafür arbeiten, das war die Glocken der Heimat. Dann, man braucht einen Gründungsmythos und dieser Gründungsmythos ist dieser Roman, also was du jetzt analysiert hast, also der große Schwadenzug. Man braucht eine Herrschaft und weil die Herrschaft, das bedeutet irgendwie eine göttliche Wertordnung und das ist Ludwig der Deutsche. Das heißt, katholische Überzeugung und dann, Gott hat doch eine Welt geschaffen und diese göttliche Wertordnung brauchen die Menschen neu zu schaffen in der Welt und das ist dieser politische Roman. Und da kann man noch so weiterführen, man braucht auch einen Feind und da sind die Mundan. Und dann, wenn irgendetwas da ist, also etwas hervorzuheben, dann sind auch negative Kräfte, das ist dann der ungarische Staat. Und ganz lustig ist in seinen Memoiren zu lesen, so ungefähr 1920, darin schreibt er seine Memoiren aus seinen Tagebüchern, das wird er von seinem Sohn herausgegeben, von Roderich Müller oder irgendwie so hieß er, also jedenfalls Roderich. Als er diesen Roman schrieb, hat er so unterschiedliche Reisen nach Ungarn unternommen und die Tagebucheintragung. Ich bin nach Ungarn gereist für 2 Tage, weil von Wien aus mit dem Zug, also bisher zu kommen, also es ging in einem Tag, auch damals. Also ich bin nach Ungarn gereist, um schlechte Nachrichten für meinen Roman zu sammeln. Das ist jetzt ein wortwörtliches Zitat aus den Tagebüchern. Das heißt also, man braucht auch ein negatives Bild irgendwie, so ein Gegner wird. Und so entsteht ein literarisches Universum, was sehr schön und überzeugend ist.
Und in diesem literarischen Universum wollte er, das ist jetzt wieder mal ein Zitat aus seinen Tagebüchern, wollte er die Schwaben, also die Deutschen aus dieser Ecke, so in die Gesamtheit stellen und also sie vor der deutschen Öffentlichkeit bekannt zu machen. Deshalb geht er eigentlich, oder kommt er nicht nach Temeswar, sondern geht nach Leipzig. Also die Herausgeber seiner Romane, alle, sind in Leipzig gewesen, also nicht in Wien und nicht irgendwo hier in Banat, weil Leipziger Verlage besser waren. Also das ist so meine Ergänzung dazu. Du hast mich zitiert, ja, so grob wollte ich dann mit ihm nicht sein, also dass er dilettant war, er war ein sehr guter Autor. Allerdings, man kann also, wenn jemand Literaturideologe ist, da kann man immer einen Streit führen darüber, ob er Rechte hat, hat nicht, wo hat er übertrieben, wo hat er nicht übertrieben, was hat er nicht gelogen, dass er jetzt zu viel gesagt hat, wo hat er dann übertrieben, so in die Richtung. Das ist so meine Ergänzung. Vielen Dank. Ja, nur vielen Dank, Herr Barbakis. Ich sehe den Roman auch tatsächlich als eine Schrift, die pünktlich 1913 erscheint und wo im Grunde eher der Duktus auch der zeitgenössischen Flugblattliteratur eingesetzt wird. Das ist, also historischer Roman ist nur der Vorwand und es werden Stereotypen gesammelt und er fährt tatsächlich nach Ungarn, um sich negative Eindrücke zu verschaffen. Das spricht ja auch schon eine deutliche Sprache, um was es ihm eigentlich geht. Dass er eine andere Haltung in der Zeit davor und danach hatte, ist dann auch sehr wahrscheinlich. Es geht wirklich um dieses Agitatorische. Ich sehe diesen großen Schwabenzug doch als deutliche Agitation und Propaganda zu diesem Punkt, eben, wo die Spannung in Europa und in der Welt dann immer mehr zunimmt. Markus Bauer hat sich gemeldet. Ja, vielen Dank für diese eingängige Darstellung des der beiden Autoren eigentlich. Was ich herausgehört habe, ist eben dieser Rückzug in eine Naturhaftigkeit, in der man in den 20er Jahren sich natürlich fragen muss, wie ist die Stellung dann, die Haltung gegenüber der Stadt und gegenüber dem, was man dann oft als auch abschätzig als Zivilisation bezeichnet. Und dann kommen ja einfach schon 10 Jahre später auch Identifikation der Stadt und der Zivilisation mit dem Jüdischen zusammen, sodass man dann, wenn man diesen Rückzug in den Wald propagiert, nicht sehr weit weg ist vom Antisemitismus, sondern andere Dinge eben identifiziert mit Jüdischen. Und da wäre meine Frage, inwiefern das bei Altscher sozusagen auch möglich ist. Ich kenne also nicht sehr genau, erinnere mich aber irgendwo ein Foto gesehen zu haben, wo er im Wald in seinem Haus sitzt, am Fenster und arbeitet und man sieht im Hintergrund ein riesiges Foto von Hermann Göring. Das heißt, es muss also ein aus der Zeit nach, sagen wir, 35, 36 oder wann entstanden sein. Das heißt also, dann würde Altscher, Sie haben das sehr schön mit modernen, aktuellen Diskussionen über Natur, Mensch, Engels, glaube ich, und so weiter verbunden. Historisch muss man natürlich auch fragen, wo Altscher hingegangen ist, wie er das unter Umständen auch nochmal gemeint hat, wenn da auch gemeinschaftssoziale Vorstellungen mit impliziert sind. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Also ich denke, der Punkt steht auch noch aus, Altscher exakter einzupassen in die Entwicklung zwischen ja, der Vorkriegszeit und dann die 20er Jahre mit ideologischen Konfrontationsbildungen. Das ist vielleicht auch noch zu früh, das genau zu sagen. Also die Großstadt als Gegenbild, ja, schimmert so durch, aber ist auch nicht Georg Simmel, der da zwei Lebenswelten macht. Auch da ist Altscher eher der Alleingänger, der für sich Erfahrungen sammelt, der in diese Hütte im Gebirge geht. Aber deswegen ist er auch noch nicht Heidegger, der auch in seiner Hütte sitzt und über die Welt sinniert. Es hat sehr stark solipsistische Züge, die nicht, zumindest nicht wörtlich und nicht erkennbar
Bezug nehmen auf das Zeitgeschehen um sich herum. Also ich habe mich jetzt auch nur auf den Steinzeitroman konzentriert und bei genauester Suche und exakter Analyse von Passagen, von Stereotypen, Bildung und so, ist nichts erkennbar bislang mit bloßem Auge. Also die erste Analyse gibt zumindest dafür nichts her. Vielleicht, wenn man andere Tiergeschichten Alters nochmal parallel dazu hält und das Okular etwas schärft, könnte man durch Selbstzitate aus den anderen Erzählungen Bewertungen erkennen, die mit der alleinigen Lektüre des Löwentöters vielleicht nicht deutlich werden. Also ich denke, da wären wir am Anfang eigentlich eine Arbeit und deswegen danke für Ihre Anregung. Das wäre tatsächlich dann als nächster Schritt auch zu leisten. Zwei Fragen. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken für diese tiefgreifende Analyse des Umweltromans. Das hat mich sehr beeindruckt, auch wie Sie Alscher und auch Agamemnon dann in einem geistesgeschichtlich bzw. auch religionsgeschichtlichen Zusammenhang gestellt haben. Das ist eine Analyse, wie man sie in der Alscher Forschung, soweit ich sie kenne, noch nicht angestellt hat. Und das war sehr schön zuzuhören. Es ist allerdings aus meiner Sicht so, dass Alscher mit seiner eigenen Lebensweise überhaupt diese Idee vorgelebt hat. Nicht? Er hat eine bittere Armut mitten in der Natur gelebt und ist ja teilweise auch an dieser archaischen Idee gescheitert im zivilen Leben. Ja. Seine Kinder hatten nicht einmal Schuhe im Winter, um zur Schule zu gehen. Das sind jetzt Dinge, die natürlich den geistigen Höhenflug seines Werkes nicht beeinträchtigen sollen. Aber die Frage, die wir uns doch stellen müssen, ob die archaische Lebensform eigentlich die der Zukunft sein kann. Wir stellen fest, dass sich seit Alscher die Welt genau in das Gegenteil entwickelt hat. Und dieser Versöhnungsgedanke, es ist wunderbar, diese Harmonie zu hören zwischen Mensch und Natur, Mensch und Tier und im Kleinen. Aber ich denke, er lebte doch, wie es so oft heißt in der Alscher Analyse, außerhalb der gesellschaftlichen Konflikte. Ich kann das auch als Rückzug sehen. Ja. Und er hat sich selbst zurückgezogen aus den Metropolen. Ja. Und auch sein noch unbekannter, sozusagen unbekannter Roman, Der Schöpfer oder die Einsamkeit des Erfinders, ist ein Scheitern eigentlich des Menschen, der die allgemeine Versöhnung sucht. Wahr ist, dass der Stein des Sisyphus immer wieder hochgebracht werden muss. Ich meine, anders kann man eine humanistische Literatur nicht verstehen. Ja. Doch wenn man die Gesellschaftsanalyse bei Alter vornehme, parallel zu seiner Naturempfinden und zu dieser Idee der Einheit Mensch-Tier, dann muss ich doch als realistisch denkender und lebender Mensch Abstriche machen. Was nun die Stellungnahme des sehr verehrten Herrn Professor Pollock betrifft. Das ist eine ewige Geschichte und ich warne vor einer so einseitigen Darstellung von Adam Müller-Güttenbrunn. Ich dachte, wir sind über diese, sage ich mal, so Schwarz-Weiß-Malerei. Denn Güttenbrunn ist ja nicht ins Banat gefahren, um dort Negatives zu suchen. Er braucht ja gar nicht suchen. Denn Positives gab es halt nicht, wenn man einer ethnischen Gruppe die Sprache nimmt, die Eigenständigkeit der Kultur, die Schulen schließt, die Theater schließt, ja, und
diese Minderheit zurückwirft auf das Bauerntum, denn die Bauern haben noch die deutsche Sprache hochgehalten, die Intelligenz läuft ja immer über. Sie konnten das sehen in allen Regimen, die wir hatten, im Kommunismus oder im davorgehenden diktatorischen Regime. Das ist, da sind die jungen Autoren, die wir hier haben, und die sind hervorgegangen, alle fast ausnahmslos aus dem Ländlichen nach Dennis waren. Und da hatte Adam einen guten Grund, das mag sein, agitatorisch gegen den Staat, der die Gesetze erlässt, die einen diskriminieren, darf man wohl protestieren. Auch die Literatur. Vielen Dank, ich nehme es als Ergänzung. Frau Werthan, du sich noch gemeldet als letzter Beitrag. Ja. Danke für die dezidierte Analyse. Das passt. Ich muss leider meinem Vorgänger zustimmen. Als naturverbundene Frau sehe ich das als eine Utopie eines Einzelgängers. Sie passt natürlich perfekt in unsere Zeit. Aber ich frage mich, wo soll jeder von uns den Urwald finden, um sich zurückzuziehen? Ich danke. Vielen Dank. Also Utopie des Einzelgängers ist ein wichtiges Stichwort. Aber als solche ist sie uns überliefert. Und ich hoffe, es wird gelesen und es entzünden sich entsprechende Entscheidungen und Diskussionen daran. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, diese Diskussion, wir haben sie etwas länger laufen lassen als gedacht. Insofern alle weiteren Fragen bitte in die Pause, die gleich kommt. Diese Diskussion hat ja gezeigt, und das finde ich sehr schön, was unsere Tagung bietet. Wir sprechen über Autoren, die noch nicht so ausgedeutet sind, wie viele, die dann irgendwann mal in einen wie auch immer gearteten Kanon eingegangen sind. Das macht sie so lebendig, unsere Tagung und auch unsere Diskussion. Meine Damen und Herren, wir sind kurz vor 11 Uhr, da war die Kaffeepause angesagt und ich bitte Sie jetzt einfach mal um ein Meinungsbild, ob wir mit dem nächsten Vortrag fortfahren oder ob wir jetzt erst in die Kaffeepause gehen und dann wieder wie gestern nach der Kaffeepause zwei Vorträge folgen lassen vor dem Mittagessen. Also es scheint eine Tendenz zur Kaffeepause zu geben. Dann gehen wir jetzt in die Pause und machen um 20 nach 11 weiter. Sie wissen, ich treibe Sie dann rein. Vielen Dank.